Und herzlich willkommen zu Heroes of the Storm mit der Heldenliga, Folge 19, Rang 42, drei Siege am Stück und der letzte war unglaublich spannend, jeder hätte gewinnen können, total ausgeglichene Teams. Wow, und mir ging echt zum ersten Mal in diesem Spiel richtig die Pumpe, weil jede Entscheidung, jede Fähigkeit, die gesetzt wurde, die eingesetzt wurde, musste echt gut passen. Die Ultis waren einigermaßen gut gesetzt. Ah, es war echt ein super, super, super Spiel. Und ich hoffe, es geht jetzt weiter. Ich stehe kurz vor Rang 41. Also ich nähere mich langsam mein Ziel der 40er-Marke. Es wäre echt top, wenn ich jetzt in die 41 käme. Aber es ist wohl, glaube ich, doch eher unwahrscheinlich, weil jetzt müssten wir dann schon ganz super gut zusammenspielen. Durch das MMR-System wird es natürlich immer schwerer, ne? Irgendwann verlierst du einfach. Irgendwann kommt die Zeit, wo du verlierst, weil du halt immer bessere Spieler dann auch auf der Gegenseite bekommst. Gucken wir mal. Ich hätte Bock, mal wieder einen Supporter zu spielen, aber das hängt immer so ein bisschen von der Karte auch ab. Also im allgemeinen Chat ist ja echt, ne, da ist Party, was ich da gerade so schönes lese. Naja. Ja, gucken wir einfach mal, ne. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Die letzten drei Dinger alle gewonnen. Heldenliga jetzt vor der 41. Wäre schon cool, wenn ich jetzt die 42 einfach mal durchgerockt wäre. Aber ich brauche unbedingt noch einen Sieg. Nur dann komme ich in die 41er Liste rein. Und es geht los. Wir spielen die Geisterminen. Geisterminen wäre so ein ATC-Ding. Ja, wir sind draußen gerade. Ein Moped lang gedüstes. Ach du Scheiße, Geistermin, was spiele ich denn? Was spiele ich da? Geistermin. Was spiele ich denn mit den Geistermin? Fuck, 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 fuck. Könnt ihr Lilly spielen? Was meint ihr? Ich mal mit der Lilly spielen, dann spiele ich Lilly. In den Geisterminen. Sebo. Tyrael. Ach, Tyrael ist nervig. Illidan. Ach du Scheiße, ey. Hab jetzt schon die Hosen voll, Leute. Gaslo zum Pushen ganz gut. Das werden wir auch brauchen. Bestimmt. Da gehe ich mal von aus. Ihr merkt schon nicht. Pfeffer, unser Team jetzt schon auf die Verliererseite. Wo eigentlich noch gar nichts passiert ist. Aber ich habe so das, ich habe so im Urin. Aber ich sollte mich erstmal darauf konzentrieren, dass ich meine Leute am Leben halte. Tassada wäre halt nicht schlecht, ne? Tassada. Mal gucken, was Dark Azure da unten spielt. Diablo, ach fuck, ey. Oha! Kein echten Supporter! Okay, das ist unerwartet, aber... Was nimmt er? Lässt er den Zufall entscheiden? Steht überhaupt da? Okay, er nimmt Tigers. Wurde aber auch Zeit.
So, schauen wir mal. Geisterminen, ich habe wieder einen Matchball hin zu Stufe 41. Ich bin gespannt, ob ich den nutzen kann. Den letzten habe ich ja genutzt. Boah, bin ich aufgeregt, Leute. Unglaublich. Ich bin richtig hibbelig. Jetzt muss keine Fehler machen. Fehler sind zwar menschlich, aber jeder Fehler dürfte jetzt hier entscheiden. Aber ja, die spielen halt reines DPS-Team. Ungewöhnlich, hatten wir ja schon mal gehabt in einem Match, aber ohne Support. So einen richtig echten Support haben sie halt nicht. Zur Not könnte man noch Nasebo dazu hinzufügen, aber die Ultis werden halt richtig, richtig böse. Also da müssen wir schauen, dass wir im Early Game uns schon mal einen Vorteil irgendwie erarbeiten, weil die Ultis werden richtig, richtig böse. Von Illidan der Ulti wird nervig. Nasebo, wenn er den Voodoo, den großen bösen Voodoo nimmt, dann gute Nacht. Dann kann es richtig, richtig, richtig gefährlich werden. Und was jetzt auch richtig, richtig gefährlich wird, ist, dass der Balken nicht kommt. Was denn da los? Herr Ladebalken, Sie könnten bitte mal erscheinen. Ja, ne, das ist super. Kein Ladebalken, da fühlt sich ja gar nichts. Ist das Spiel jetzt abgekackt? Hoffe ja nicht. Das wäre natürlich richtig bitter, wenn ich jetzt rausgekegelt werde. Dann wird mir das natürlich als Niederlage angerechnet. Das wäre natürlich richtig schade. Aber es lädt und lädt und lädt, aber irgendwie kommt nichts. Liebes Blizzard, was ist denn hier los? Ja, ich denke, ich werde hier mal einen Cut setzen und dann schaue ich mal, was hier los ist. Ja, ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder. Also, bis dahin. So, da bin ich wieder. Es tut sich was im Land des Ladebalkens. Aber immer noch nicht genug. Haben wir noch nicht mal die 50% erreicht. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder los ist bei Blizzard. Ja, hallo, Mr. Ladebalken. Uhu. Ja, bewegen Sie sich mal weiter. Ja, ja, sehr schön. Die letzten 15, ja, sehr schön. Jetzt müsste nur noch das Spiel dann weitergehen, ne? Das wäre dann mal, ja, endlich. So, drinnen sind wir. Ich werde natürlich wieder Regenerationskugel nehmen. Nee, mit Gasso würde ich ungern oben spielen in der Bot. Der kann dann, in der Top-Lane, der kann alleine spielen. Und Leute, bitte nehmt nicht den Punkt ein. Das ist doch Quatsch, ne? In 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Lass die Schlacht beginnen. Oh, was macht ATC? ATC. Ah, okay. Er dreht auch ab. Dann werde ich auch abdrehen. Das Team kann ich in dem Moment dann nicht im Stich lassen. Wäre scheiße. Da sind sie. Ja, Gasso ist auch hier. Okay, gehen wir mal zurück. Schreiben wir uns mal in den Lanes auf.
Sauber! Achtung, pass auf! Gut gemacht, Heiler. Wäre aber geil, wenn wir, bevor die Mine kommt, die Winden Zweier-Stack zumindest haben, das wird schwierig. Oh, Gassel, sei vorsichtig da. Ah, ja. Oh, die Minen sind bald da, dann werde ich mal. Fuck, ey, ich krieg hier keinen Farm zusammen, das ist natürlich Mist. Leute! So, ihr wollt zusammen sein, ja, ist natürlich. Schnappt ihn euch. Lauf doch weiter! Mmh. Ah, jetzt hat Svala da unnötig erwischt hinten. Sehr schön. Jetzt farmt mal ein bisschen hier bitte. Fuck, 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 fuck. Na, ist Nasebo, Nasebo, Nasebo. Sauber! Sehr schön gemacht, Leute. Mana ist auch wieder hier. Ja, du sei mal lieber ganz still, Madame. Ich höre, ihr habt es erwischt. Ja, es geht einigermaßen, wird ein bisschen schwierig. Ja, yep. Schnell in die Mitte. Haben die das jetzt schön gemacht? Ja, da sind sie. Kommt her! Macht sie kalt! Haben wir uns das Ding. Also gerade noch abgegriffen. Weniger Mana kosten, was wir nicht brauchen. Jetzt habe ich gerade den Peitschen anvisiert. Ah, fuck! Nein! Ja, oh, danke. Zweier-Tick. Nach Spaß. Unser Freund könnte etwas Hilfe vertragen. Oh, oh, ATC, ich komme.
Nee, schon wieder so ein verdammt spannendes Match gerade hier, ey. Unglaublich. Ah, okay, hat sich weggedingst. Warum wir jetzt nicht im Team spielen, ist mir ein Rätsel. Den auch würde ich gerne haben. Hau ihn weg! Ja! Sehr schön. Nicht vor euch bestehen. Den habe ich grün und blau geschlagen. Sehr schön, noch ein Orb. Wir gerne den Dreier-Tick haben. Passt auf, Leute. Orb. Sehr schön. Sauber! Sauber! Das Tor sollten wir besser verteidigen. Tretet ein, Helden. Die Verdammten erwarten euch. Ich bleib mal lieber bei Valla. Jetzt kein großes Risiko eingehen. Oh, ADC kommt da unten. Oh. Ich hab euch! Sauber! Sauber! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Kommt! Ja! Sauber! Nein! Krieg dich nicht mehr hinten! Komm, andere Seite rüber! Fuck! Shit! Shit, 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 shit! Das ist nicht so gut. Aber wir haben mehr von ihnen erledigt. Sehr schön. Weg. Ah, fuck, Leute. Fuck, nicht gereicht. Oh, was nehmen wir jetzt? Verlangsamt Ziele ist immer eine super Idee. Oh oh. Was macht er denn hier? Verpiss dich, Mann! Verpiss dich! Meine Fresse! Meine Güte, das war so unnötig, da nochmal vorzugehen, ey. Puh. Los, rauf da! Sehr schön. Komm, holt den Orb.
Ja! Sauber, Leute. Sauber. Das läuft da wie am Schnürchen. Unglaublich. Auch wenn wir ein bisschen Glück hatten bisher. Sauber! Oh, super! Super! Jetzt nicht zu offensiv werden. Komm, die schaffst du. Und mal bitte den Orb. Zurück. Wir haben genug gewütet. Lass mal lieber zurückgehen. Sehr schön. Sehr schön. So, ich würde gerne nochmal den Brunnen mir schnappen und dann geht's weiter. Oh, ist Gasso noch am Leben? Gasso ist noch am Leben, sehr schön. Der spielt auch sehr vorsichtig. Ja, ich komme auch runter. Bleib mal bei Valla. Ja, war eine gute Entscheidung, bei Valla zu bleiben. Sehr schön, sauber! Komm! Astrei, Leute! Super! Das funktioniert ja wie am Schnürchen, echt. Da gibt's nichts zu meckern. Super Spiel bisher. Einzig, dass sie wieder ein bisschen sehr auf Agro-Tour sind. Gasso hat auch noch einen abgefangen. So, wir haben jetzt einen 74er, das ist gut. So, ich sollte jetzt keine Probleme mehr haben. Bin jetzt im Midgame und habe 6 Ticks. Das ist schon super gut. Oh nein, Tag ist jetzt erwischt. Aber gut. Carry genau. Los, erobern wir ein seltener Lager. Was ist denn das da drüben? Euer Golem ist stärker als der des Gegners. Das läuft echt gut. 2 Level haben wir Vorsprung. Alle entscheidenden Teamkämpfe bisher gewonnen. Ist das Gasso da? Genau, Gasso, der deft. Dann werden sie gleich mal die Kontrolle der Kontrolle berauben. Die stehen eigentlich nur noch hinten drin, ne? Ach, der Boss da noch am Zipfelchen. So, ich werde Valla mal unterstützen. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Oh oh. Gasso! Ich hab den Ulti noch nicht bereit, jetzt müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein.
Das sieht echt gut aus. So, jetzt habe ich euch wieder alle oben. Sauber! Jetzt macht das Ding hier zu Ende. Boah, was für ein Spiel! Das war ja absolute Klasse. Schauen wir mal rein. Ach, das sieht echt super gut. Und yes, 41! Ich komme der 40 immer näher. Folge 19 auch ein Sieg. 4 Siege am Stück. Das ist neuer Rekord. Komm mal rein, 24 zu 0, 30 Kartenmechaniken und das ist super. Lini hat wieder bestens funktioniert. Wir haben ja EP gemacht, haben am Ende sogar 3 Level Vorsprung. Wir haben die von Anfang bis Ende komplett dominiert. Lag, glaube ich, auch größtenteils daran, dass die keinen Supporter hatten. Ja, haben wir alle gut zusammengespielt. Gasso nicht gestorben und da ziehe ich meinen Hut vor. Der hat echt gut gespielt, immer schön hinten dann auch gedefft, wenn es dann nötig war. Und hat auch die gefährlichen Situationen ganz gut eingeschätzt. Hat sich dann nicht abfarmen lassen, wenn er gepusht hat. Echt super gespielt. Teig ist manchmal ein bisschen zu aggro, aber ansonsten war das super und war da auch nur einmal gestorben. Aber super, war ein super Spiel, Teamplay hat gut funktioniert, wir haben die komplett dominiert. So muss das sein. Also Level 41, gucken wir mal Lilly, ob da noch was geht. Ja, ein bisschen. Und dann gucken wir mal, Rang 41. Bin ich jetzt also... Ja, Lilly hat sich jetzt nach vorne geschoben. Schaut mal an, Lilly, 8 Siege, 5 Niederlagen. Ui, gute, positive Statistik. Vor Malfurion jetzt sogar noch. Mehr gespielt als Malfurion. Ja, das war Lilly. Folge 19. Wir sehen uns zu Folge 20 von Heroes of the Storm mit der Heldenliga. Also, bis dahin. Ciao.